Moin, mein Name ist Carsten Todd. Ich sehe diese Pfosten dort. AfD, AfD, AfD. Pinkelt eure Namen in den Schnee. Das Gras wird wieder grün. Juhe, ole, ole, ole. Mut zur Wahrheit, Mut zur Starrheit, Mut zum Stumpfsinn, weil ich dumm bin. AfD, AfD, AfD. Pinkelt eure Namen in den Schnee. Das Gras wird wieder grün. Juhe, ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Liebe Bevölkerung, Bevölkerungsrinnen und AfD-Wähler. Am 9. März 2016 wurde heimlich auf dem Marktplatz in Jena demonstriert. Dazu wurden blitzschnell sämtliche umliegenden Straßen vor andersdenkenden Minder- und Mehrheiten gesperrt und geschützt. Die Schuldigen waren neben Polizei, Bundesregierung und Staatsanwaltschaft sämtliche Jenaer Funktionäre der AfD. Dies leerte die Stadtkasse und beschnitt alle Menschen in ihrem freiheitlichen Willen. Einige kamen nicht nach Hause, andere erreichten keine Restaurants oder ihr Auto und ich kam nicht zum Einkaufen. Daher möchte ich darauf verweisen, bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Ich habe das Recht auf Einkauf. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat weder von Polizei noch der AfD nehmen. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf und ich werde dagegen angehen. Ihr bekommt, was ihr verdient. Wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Ganz richtig, jetzt wird abgerechnet. Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Sobald die Straßen wieder offen sind, werde ich einkaufen, einkaufen, einkaufen. Verlasst euch darauf. Ihr könnt nichts dagegen tun. Verdammte Scheiße nochmal. Mein eben gesendetes Werk entstand aufgrund der Verhältnisse zur letzten Demonstration der politischen Partei Alternative für Deutschland. Ich entschuldige mich nachträglich bei allen kompetenten Polizisten, Anwälten und Politikern, die sich durch mein Werk womöglich angegriffen fühlen. Ich weiß, dass es darunter auch viele arme Schweine gibt, die den Anweisungen anderer folgen müssen und einfach nur versuchen, ihren Job gut zu machen, damit sie ihre eigene Existenz sichern können. Meine Absicht war es nicht, irgendjemanden gezielt anzugreifen. Sollte der Eindruck entstanden sein, tut es mir leid. Ich wünsche euch in eurem Dasein viel Erfolg, aber ein wenig Meinungs-, Medien- und Pressefreiheit sei doch hoffentlich auch noch gestattet. Hörer meiner Sendung wissen, dass ich bereits mehrere eigene Zusammenschnitte später mit weiteren Zitaten anreicherte und so verlängerte. Später folgte oft noch eine Instrumentalisierung und schon ließ ich daraus ein Lied werden. So ging ich auch diesmal mit meiner eigenen Rede vor. Ich lasse kurz mal reinhören. Viel Spaß, liebe Bevölkerung. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Aber das ist populistisch. Fehler sind Fehler und verlässlich sind besonders.
Das ist ein populistische Scheiße. Bevölkerungrinnen. Schlampe. Titten. Ja, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? Wichser. Und AfD-Wähler. Unser Held im Himbeerfeld. Und es macht mich stolz und dankbar. Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten. Wer euch alle finanziert? Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Am 9. März 2016 wurde heimlich auf dem Marktplatz in Jena demonstriert. Geht schnell, ne? Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse, oder was? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, dazu wurden blitzschnell sämtliche umliegenden Straßen vor andersdenkenden Minder- und Mehrheiten gesperrt und geschützt. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich finde das so geil, ihren suffisanten Blick. Populistische Geschichte. Dann hören alle mal den Chat! Die Schuldigen waren neben Polizei, Bundesregierung und Staatsanwaltschaft sämtliche Jenaer Funktionäre der AfD. Ich weiß gar nicht, ich sage auch den Namen. ACDC. Glauben Sie das? Wir haben in der Gesellschaft ein Problem. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Freiwild werden. Dies leerte die Stadtkasse und beschnitt alle Menschen in ihrem freiheitlichen Willen. Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Aber keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Einige kamen nicht nach Hause, andere erreichten keine Restaurants oder ihr Auto und ich kam nicht zum Einkaufen. Das ist doch unglaublich! Und da war dann erstmal Licht aus. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Dann komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Daher möchte ich darauf verweisen, bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Keine AfD, 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 keine AfD, 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 AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Bitte, 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 bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Und es macht mich stolz und dankbar. Schlampe. Titten. Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ich habe das Recht auf Einkauf. 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 Ich habe das Recht auf Einkauf. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Grundrecht, 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 Grundrecht. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Muss nur laufen, 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 laufen. Muss nur laufen. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat. Diese Rede braucht natürlich noch einen Refrain, um zum Lied zu werden. Diesen schrieb und sprach ich ebenfalls selbst ein. Zur musikalischen Untermalung nutzte ich das Stück Bathroom Blues von Fireproof Babies. Ich spiele ihn nun das erste Mal. Wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem mit? AfD, AfD. Wer geht AfD noch wählen? Keiner.
keiner. Wie groß wird Ihr Wahlerfolg? Kleiner, kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner, keiner. Wie werden Ihre Sprüche immer? Gemeiner, gemeiner. Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistendreck? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistendreck? AfD, AfD. Jetzt stelle ich die erste Instrumentalisierung meines Liedes mit dem kreativen Titel Verlängerte Version zur AfD-Demo. Erste Instrumentalisierung komplett vor. Als Refrain nutzte ich das Musikstück, welches ich eben spielte. Für alle anderen bösen Medienmacher und sonstigen Interessenten veröffentliche ich dieses Musikstück zusätzlich getrennt. Für die erste instrumentalisierte Komplettversion verwendete ich zudem das Instrumentalstück Erkeuschki von Kneckno, welches ich entsprechend bearbeitete. Liebe Bevölkerung. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das ist populistisch. Fehler sind Fehler und verlässlich sind besonders. Das ist ein populistische Scheiße. Bevölkerungrinnen. Schlampe. Titten. Ja, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? Wichser. Und AfD-Wähler. Unser Held im Himbeerfeld. Und es macht mich stolz und dankbar. Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten. Wer euch alle finanziert? Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Am 9. März 2016 wurde heimlich auf dem Marktplatz in Jena demonstriert. Geht schnell, ne? Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse, oder was? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, ne? Ja, dazu wurden blitzschnell sämtliche umliegenden Straßen vor andersdenkenden Minder- und Mehrheiten gesperrt und geschützt. Jeden Tag das gleiche Muster. Ich finde das so geil, Ihren suffisanten Blick. Populistische Geschichte. Die Schuldigen waren neben Polizei, Bundesregierung und Staatsanwaltschaft sämtliche Jenaer Funktionäre der AfD. Ich weiß gar nicht, ich sage auch die Namen. ACDC. Glauben Sie das? Wir haben in der Gesellschaft ein Problem. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Freiwild werden. Dies leerte die Stadtkasse und beschnitt alle Menschen in ihrem freiheitlichen Willen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Haben keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Thank you.
Wer ist der größte Populistentreck? AfD. AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD. AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD. AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem mit? AfD. AfD. Wer geht AfD noch wählen? Keiner, keiner. Wie groß wird ihr Wahlerfolg? Kleiner, kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner, keiner. Wie werden ihre Sprüche immer? Gemeiner, gemeiner. Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Einige kamen nicht nach Hause, andere erreichten keine Restaurants oder ihr Auto und ich kam nicht zum Einkaufen. Das ist doch unglaublich! Da war dann erstmal Licht aus. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Daher möchte ich darauf verweisen, bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Bitte keine AfD-Demos mehr in dieser Stadt. Keine AfD, 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 keine AfD, 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 Demos mehr in dieser Stadt. Bitte, 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 bitte keine AfD, Demos mehr in dieser Stadt. Und das alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Und es macht mich stolz und dankbar. Schlampe. Titten. Ich habe das Recht auf Einkauf, 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 Einkauf. Ich habe das Recht auf Einkauf. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Grundrecht, 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 Grundrecht. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf. Muss nur laufen, 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 laufen. Muss nur laufen. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat weder von Polizei noch der AfD nehmen. Freiheitlichen, 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 demokratischen, 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 demokratischen AfD. Das lasse ich mir in einem freiheitlichen, demokratischen Staat weder von Polizei noch der AfD nehmen. Wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem mit? AfD, AfD. Wer geht AfD noch wählen? Keiner.
keiner. Wie groß wird Ihr Wahlerfolg? Kleiner, kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner, keiner. Wie werden Ihre Sprüche immer? Gemeiner, gemeiner. Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistendreck? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistendreck? AfD, AfD. Ich habe das verfluchte Grundrecht auf Einkauf und ich werde dagegen angehen. Ihr bekommt, was ihr verdient. 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 Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, was ich tun werde? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Da hört sich wunderbar an. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Die kommt aus dem Nichts. Ganz einfache Lösung. Dann hören alle den Chair. Ganz richtig. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt, 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 jetzt wird abgerechnet. AfD. Jetzt wird abgerechnet. AfD. Jetzt wird abgerechnet. AfD. Jetzt wird abgerechnet. AfD. Jetzt wird abgerechnet. Ich werde einkaufen, einkaufen, einkaufen. Jeden Tag das gleiche Muster. Wenn es dann hart auf hart kommt, ziehen die alle Schwanz ein. Oh. Dann hören alle den Chair. Sobald die Straßen wieder offen sind, werde ich einkaufen, einkaufen, einkaufen. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Ladies and Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Richtet eure Waffen! Alles super. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Verlasst euch darauf. Ihr könnt nichts dagegen tun. Crime. Destroy. Selbstmordattentate. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Autobomben. Eliminated. Kein ja, heiliger Krieg. Verdammte Scheiße nochmal. Ich habe fertig. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Wir sind Freunde der USA. Auch sie sind tödlich. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Und es macht mich stolz und dankbar, dass ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, ey. Wer ist der größte Populistendreck? AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD, AfD. Und wer wirkt dabei trotzdem mit? AfD, AfD. Wer geht AfD noch wählen? Keiner. Keiner. Wie groß wird Ihr Wahlerfolg? Kleiner, kleiner. Wer will die Partei hier haben? Keiner, keiner. Wie werden Ihre Sprüche immer? Gemeiner, gemeiner. Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD, AfD. Für wen sind alle Straßen gesperrt?
AfD, AfD. Wer knallt alle Asylanten weg? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Und wer ist der größte Populistentreck? AfD, AfD. Im Nachhinein bei allen, die sich durch meine Sendung beleidigt, bedroht oder verletzt fühlen. Ich weiß, mit uns bösen Medienmachern und der Lügenpresse versteht ihr überhaupt keinen Spaß. Alles Hetze und lieber sollten Bücherverbrennungen toleriert werden, statt sich dem System unterzuordnen, oder freie Meinungen zu akzeptieren. Ich versuche, über eure Worte nachzudenken und euch zu verstehen. Wenn ihr ein offenes Ohr zum Reden braucht, bin ich immer für euch da. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders info@radio-okj.de. Facebook www.facebook.com/carsten.todd.009/.